geht los. Ich gehe jetzt einfach in dieses kalte Wasser. Und es interessiert mich nicht, ob das Wasser kalt ist. Ich habe jetzt etwas vor und das, was ich vorhabe, ist wieder etwas, ja, was ich mir vornehme und was ich mir dauerhaft vornehme. Und ihr seid heute dabei, seid gespannt, was es ist. Ich werde hier mit dem Rad fahren. Ich kann ja mittlerweile auch dank meiner neuen Haarfrisur einen Helm tragen, den ich mir gekauft habe. Aber durch die Duets konnte ich den nicht tragen. Und jetzt fahre ich wohin? Ihr werdet gleich wissen, um was es geht. So, auf dem Weg, ich muss gucken, dass ich auf dem Weg bleibe. Auf dem Weg. Ja, was habe ich mir vorgenommen? Ich habe mir vorgenommen, ich überlege gerade, ob das eine gute Idee ist, beim Fahrradfahren zu filmen. Aber jetzt eigentlich so ein Radweg über ein Feld, dann müsste das funktionieren. Also, ich habe mir vorgenommen, jeden Sonntag baden zu gehen. Und ja, also das ist an sich nichts Weltbewegendes, aber tatsächlich wirklich in freien Baden zu gehen, das ganze Jahr über. Das heißt auch im Dezember, Januar, Februar. Ich habe es einfach mal so formuliert als Ziel. Und heute werde ich sehen, was passiert. Ich weiß natürlich, dass das wahrscheinlich recht hart wird. Gerade heute, so zum Einstieg. Aber Abhärtung ist eines der vier großen Säulen der Gesundheit, was ich für mich festgestellt habe. Und dass ich keine Cola habe, reinzugehen. Oh, jetzt kommt Gegenverkehr, wartet mal kurz. Ja, so eine kleine Pause birgt auch immer wieder ein Stück Chance für Bewusstheit. Wer das Video Mikropause noch nicht gesehen hat, da sollte sich das unbedingt anschauen. In den letzten Wochen habe ich das veröffentlicht. Denn es ist eigentlich falsch zu sagen, ich habe keine Kohle. Ich bin so ein bisschen in diesem Automatisierungsmodus drin, weil ich hatte lange Zeit wirklich jetzt kein Geld oder sehr wenig Geld, 50 Euro im Monat. Mittlerweile ist es etwas besser geworden, aber ich möchte einfach nicht Geld ausgeben für die Sauna. Und ja, ich möchte einfach irgendwie das natürliche Handhaben, als irgendwo angewiesen zu sein, 15 Euro für eine Sauna einzugeben. Und deswegen freie Natur. Und heute strahlt sogar die Sonne. Aber es ist natürlich kalt, schon ungefähr 9 Grad. Und ja, und ich will es einfach mal probieren. Und ich habe mir einen besonderen Trick ausgedacht. Ein Trick, wie ich ins eiskalte Wasser, was noch gar nicht eiskalt ist, aber dramaturgisch besser, wenn ich sage eiskaltes Wasser, ich da unter Aufbietung aller meiner Willenskräfte dann darin verschwinden werde. Da habe ich mir einen Trick ausgedacht. Und den Trick habe ich von einem Mönch. Und wie der Trick geht, das sage ich euch gleich. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, inwieweit dieser Trick des Mönches funktioniert. Aber ich bin guter Dinge. Der Mönch hat es nämlich drauf. Also, bis gleich mit dem Trick der Mönche. So, jetzt ist es soweit. Ich bin hier am Wasser. Schaut mal. Ja, und jetzt geht es darum, mein Vorhaben in die Tat umzusetzen. Und naja, also der Trick der Mönche, den stelle ich euch heute vor. Der Trick ist nämlich, wenn du Schmerzen erfährst und so kaltes Wasser ist in irgendeiner Form dann schon Schmerz, dann interessiert dich das einfach nicht. Dich interessiert dieser Schmerz einfach nicht. Du hast eine Egalhaltung, du bist transzendent. Du gehst einfach rein und interessierst dich nicht für diesen Schmerz. Dazu tust du dich einfach 5 Minuten darauf vorbereiten, dass dir wirklich alles egal ist, dass du in dem Modus bist, egal was passiert. Theoretisch, wenn dir ein Gliedmaßen abgeschnitten wird oder was auch immer, das interessiert dich einfach nicht. Und genau das werde ich jetzt ausprobieren bei meinem Gang in das kalte Wasser. Und wenn das funktioniert, dann schön. Wenn es nicht funktioniert, naja, dann haben wir wenigstens alle was zu lachen. So, ich ziehe mich jetzt aus und dann gehen wir gemeinsam in das Wasser. Freue mich. Geht los. Ich gehe jetzt einfach in dieses kalte Wasser und es interessiert mich nicht, ob das Wasser kalt ist. Ja, okay. Okay, ich bin wieder draußen. Ja, es funktioniert. Es funktioniert tatsächlich. Du musst dich einfach, das ist dieses Nichtdenken. Ich habe da schon mal ein Video dazu gemacht. Also ich bin in dieses Nichtdenken gegangen. Also einfach gar nicht dran gedacht, einfach so gemacht. Und
ja, wenn du dann schnell genug bist, das dauert lange, bis du dann die Kälte spürst oder bevor dann ein Gedanke kommt. Und ja, ich glaube, ich bin da relativ geübt drin und das hat geklappt, ich war drin. Gut, schwimmen ist jetzt noch nicht. Das liegt einfach daran, wenn mein Arm noch verletzt ist. Aber ich werde halt ja, jeden Sonntag versuchen, hier in das Wasser reinzugehen. Und ja, immer mal rein, raus, so wie Kneipp das vorhatte. Und das war jetzt das erste Mal, jetzt werde ich noch ja, so 4-5 Mal reingehen. Bin ich ein bisschen abhärten und das tut echt total gut. Gut, na dann. Ich hoffe, das war eine Inspiration für euch. Und wir sehen uns dann zum nächsten Video zusammen. Draußen ist natürlich jetzt gigantisch warm. Was halt geil, wenn die Sonne scheint. Blöd wird's, wenn Sonntag dann irgendwie Regen ist oder sowas.